So, da mitten in den Turnierplatz. Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Ausgezeichnet. Die Bühne ist bereit und wir können mit dem großen Finale beginnen. Es ist an der Zeit, dem Publikum zu geben, wonach es verlangt. Ein blutiges Spektakel mit historischem Hintergrund. Stellt eine Armee aus allen Waffengattungen zusammen und besiegt mich auf dem Turnierplatz. Mögen die Spiele beginnen. Ja, stellt eine Armee aus allen Waffengattungen zusammen und besiegt auf dem Turnierplatz Meister Marius. Oh je. Da hätten wir eigentlich nur die Armee hier. Also ziehen wir dich ab und schicken erstmal dich da hoch als Entsatz. Ne, machen wir erst den Turnierplatz fertig. Also hier runter. Kann ja auch da theoretisch erstmal hier ganz runter gehen und die holen. Dann gehen wir zurück, holen uns die. Wo ist jetzt gerade unsere Fahne hier? Gar nicht erst eingelagert werden. Ihr könnt gleich weiterziehen. Zum Glück habe ich Geister, die kämpfen. Keine Kanoniere verloren, dafür Musketiere. Und gute Truppen Reiter. Ich habe nur noch zwei Reiter. Zwölf habe ich jetzt noch. Sehr, wenn ich auf 10 Reiter hochgehe, wie viele Musketiere gibt es dann? Held der ewigen Stadt. Wir haben es geschafft. Das Publikum ist begeistert für euch aus dem Häuschen. Sie schreien nach dem Zugab. Ihr habt sogar Anhänger unter meinen Kämpfern gefunden, die nun an eure Seite treten möchten. Passt gut auf sie auf. Ach ja, jetzt ist die Armee viel größer geworden oder ist das eine dritte Armee? Hey, wer hat dem dreckigen Pöbel Zutritt zu meinem Palast verschafft? Und wo ist mein Thron? Lakaien? Exzellent, ich wusste, dass Sie mein Vertrauen
verdient. Eure wohlgefällige Tat hat die Bürger der ewigen Stadt bewogen, den schädlichen Prokursor davon zu jagen. Ihr habt sie von eurer Rechtschaffenheit überzeugt und sie euch im Gegenzug ewiger Treue geschworen. Hiermit ernenne ich euch zum Prokonsul. Yay. Die friedliche Befreiung der ewigen Stadt ist ein Silberstreif am Horizont, aber dunkle Wolken hängen nach wie vor drohend über dem Land. Wie vermutet, gibt es eine graue Eminenz, die im Verborgenen die Fäden zieht. Bevor wir ihn in seinem Verlies im Turm von Tandrim verfrachtet haben, hat der einzige Pokémon so gestanden, als Strohmann im Dienste der Inquisition gestanden zu haben. Es ist an der Zeit, ihrer Thronherrschaft ein Ende zu Terrorherrschaft ein Ende zu bereiten. Wir müssen uns um Grimhold kümmern, den brutalen Hochmeister der tandrischen Ritter. Auch er ist der Inquisition verfallen. Sein Lager hat er in der nordwestlichen Garnison vor den Toren der ewigen Stadt bezogen. Fürstbischof Kolobert, der im Nordosten der Stadt residiert, hat sich ebenfalls mit der Inquisition eingelassen. Führt in seiner gerechten Strafe zum Verbann ihn aus unserem Land. Und schließlich müssen wir dem Monster namens Inquisition das Haupt anstammen, indem wir Großinquisitor Carbivor höchstpersönlich gegenübertreten. Greift das Lager der Inquisition im Norden der Stadtmauern an und weist ihn in die Schranken. Zieht nun aus und schlagt eure letzte Schlacht, entlarvt die Doppelzüngigkeit der Inquisition und lasst das Licht in die ewige Stadt zurückkehren. Habe ich jetzt die komplette ewige Stadt? Ja, Held der ewigen Stadt. Was ist jetzt mit dir hier? Ihr wagt es euch der Inquisition zu widersetzen? Gegen mich und meine Glaubensbrüder habt ihr keine Chance. Ah, okay, der wurde aufgefüllt. Der ist aufgefüllt. Oh, jetzt habe ich gerade Text übersehen. Achso, der ist leer. Das ist ein Belagerungsspezialist. Okay, hat ein paar viele Kanonen. Jetzt mittlerweile er hier. Armee voll besetzt. Okay, Kanonen. Das waren 8. Und ich glaube, 8 hiervon habe ich gekriegt. Ja, besiegt Großmeister Grimhold, besiegt Fürstbischof Kolobert, besiegt Großinquisitor Carbivor. Ja. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel. Zeug. Okay, jetzt brauche ich 4 Hausierer erstmal noch. So. Und jede Menge Prestige haben wir jetzt, dass uns nichts bringt. Ja. Okay, hier hinten ist Kolobert, so wie es aussieht, recht gut verteidigt. Hier jedoch auch. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich wirklich hier durch. Oder? Ja, hier hat er dann nur... Also ja, das sind Türme auf der Seite. Die werden mich nicht... so sehr beschäftigen. Wobei, das hier sind auch 2 Türme. Da wird auf jeden Fall unser Belagerungsspezialist ran müssen.
wir erstmal den Sektor einnehmen. So, während ich die Armee wieder vergrößere. Die Armeen. Und ich hatte definitiv nicht so viele Musketiere bei diesem. Hier. Das heißt, ich packe noch zwei Musketiere zu dir rüber. Ja, 17 sah eher danach aus, als ob wir es noch hätten. So, das heißt, ich habe jetzt Platz für... wie viel? 8 wären nur 18. Also ja, 4 Musketiere und 8 Reiter. Da machen wir 8 Musketiere draus. So, wie schwere Verluste haben wir? So wie das aussieht, ein Reiter und 2 Musketiere. Warten wir erstmal, bis die beiden Armeen aufgefüllt sind, bevor wir uns um die nächsten kümmern. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Wir sammeln Prestige Level 40. Also ja, ich würde sagen, erstmal den blauen hier. Wobei wir das mit den beiden dann machen können. Königliches Schlachthaus. Ah ja. Das ist makaber, ganz ehrlich. Das da wohl eher, aber auch nicht ganz. Toll, würde ich mal sagen. Oh. Einen von euch einpreisen. Einen von euch auf Geologie stellen. Ist das noch irgendwelche Probleme? Ja. Ja gut, ich will mich eigentlich nicht ganz so sehr mit der ewigen Stadt hier beschäftigen. Ein paar extra Ressourcen haben wäre natürlich aber nicht schlecht.
Vater kommt hoffentlich bald mal an. Ah, da läuft er, da fährt an der Rennbahn vorbei. Okay. Ja, wenn das befestigt ist, dann hole ich mir erstmal die Schatzinsel und guck mal, was wir dafür kriegen. Aber jetzt ist es erstmal wieder an der Zeit für einen Cut. Also speichern wir. Und dann sehen wir uns gleich wieder.